fine time to let those brats escape. Fine time? There's no need for that. You're going to die here anyway. You know that, right? I've heard about enough from you. I'll end this now. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Und zwar werden wir Dragon Ball Xenoverse spielen. Das. Ach Gott, komm auf. Das einzige Dragon oder das neueste Dragon Ball und das einzige für die neuen Konsolen. Ich fliege hier gerade mal so ein bisschen rum, dass ich überhaupt mal die Einleitung machen kann, weil ich hatte komplett vergessen, dass die Story so direkt startet. Fährt aber dann ein bisschen schwindelig. Auf jeden Fall werden wir das jetzt mal spielen. Und ich würde sagen, wir kloppen hier erstmal den Freezer zu Brei mit unserem Goku. Sollte kein großes Problem werden, machen wir das Kamehameha. Und zum Super Saiyan werden können wir nicht mehr, weil wir natürlich schon einer sind, wie man hier sieht. Ja, aber so ist es ein bisschen langweilig, einfach nur Kamehameha draufballern. Auch wenn es rein theoretisch gehen würde, aber... What do you mean? Are you talking about Krillin? So, und das war's. Was? Wir leben immer noch. So, das war's. Und die nächste Sequenz startet. Jetzt kommt nämlich der nächste Kampf. Ehe die Story dann überhaupt mal richtig losgeht. Und wir sind bei den Cell Games. Im Jahr 767. Nicht, dass ich hier noch was Falsches sage. So. Wir müssen ja auch noch einen eigenen Charakter erstellen. Wir könnten uns rein theoretisch, also eine Kopie von Goku quasi erstellen. Das würde auch gehen, aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen langweilig ist. Oh, das war gut getroffen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn man die ganzen Super-Attacken daneben haut. Jetzt ist das egal, weil wir Super Saiyan sind, dafür brauchen wir keine Energie und können die quasi die ganze Zeit einsetzen. Ja, aber wenn wir dann kein Super Saiyan sind und die verbrauchen wir so drei Balken und man haut die immer komplett daneben, das ist teilweise ein bisschen ärgerlich. Und zack. So, das war der nächste. Die Kämpfe sind jetzt noch relativ einfach. Später, wenn die Story richtig losgeht, werden wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kampf wiederholen müssen. Oder erstmal ein bisschen was trainieren zwischendurch. Weil, für die, die es noch nicht wussten, das Dragon Ball ist quasi ein RPG. Ihr habt einen eigenen Charakter, den ihr erstellen könnt. Könnt ihr auch hochleveln, Stats verbessern und so weiter. Und das müsst ihr natürlich auch machen, um den einen oder anderen Gegner zu besiegen. So, jetzt kommt Majin Buu. Oder Kid Buu ist das ja. Und wir sind Super Saiyan 3. I better start fighting with everything I've got. If we lose, this whole universe is going to be turned to shit. Das Spiel gibt es übrigens, ich glaube nicht auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es das am Anfang, also das Rauskommen auf Englisch gab. Ich meine nicht. What a strange guy. Ich weiß nicht, ich habe das lange nicht mehr gespielt gehabt und dann auf einmal ist mir aufgefallen, dass es auf Englisch war. Kann sein, dass es vorher auch schon auf Englisch war, ich weiß nicht. Ich meine aber nicht. Ich meine, da haben die Charaktere noch Japanisch gesprochen und zwar nur ein englischer Untertitel. So, und ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt geht die Story von Dragon Ball Xenoverse los. The flow of time. Something's very odd about it. At this rate, history.
No. Everything will collapse. Okay, das hier über... würde ich gerne überspringen. Verdammt, es geht nicht. Doch, es geht. Okay, gut. Someone summoned you from a land far away. Brave warrior, now come forth. Das Intro musste ich leider überspringen, weil ich glaube, die Musik ist geschützt. Ich glaube, ich kann die nicht im Video verwenden. Auch wenn das Intro geil ist, aber ich kann es leider nicht zeigen. So, jetzt können wir uns hier einen Charakter wählen. Saiyajin und Erdling sind, denke ich mal, relativ langweilig. Namekiana können wir machen. Ich bin ja mal für so einen Freezer-Typen. Ich mag Freezer zwar nicht, ist der böseste von allen. Quasi Namekiana habe ich, glaube ich, auch schon erstellt. Aber ist jetzt auch nicht so geil. Ja, und die Margins, die sehen, finde ich, nicht so gut aus. Die sind halt einfach fett. Ich glaube, oder ich kann mal gucken. Könnte man ja natürlich so ein Kid Buu erstellen? Ich weiß es gar nicht. Ne, das ist das dünnste, also von daher. Ja, bitte. So, dann nehmen wir lieber hier mal so einen Freezer-Typen. Die habe ich noch nie genommen. Und dann gucken wir mal. Die Größe. Ich weiß nicht, wir können so richtig klein sein. Und dann alle wegmachen. Das Größte ist hier so groß wie Goku ist. Und Goku ist eigentlich extrem klein, glaube ich. Ich weiß nicht, entweder richtig klein oder richtig... Ich würde sagen richtig klein. So, das passt. Okay, das sieht irgendwie übel einfach nur zusammengequetscht aus. Wir nehmen mal das. Haare. Okay. Was gibt's hier alles? Das sieht auch schön aus. Boah, hier gibt's erstaunlich viel dafür, dass das quasi einfach nur so einer ist. Okay, die nehmen wir auf keinen Fall. Das sieht irgendwie auch kacke aus. Das sieht eh total bescheuert aus. Ich weiß nicht, ob wir das nehmen sollten oder das hier. Ich glaube, wir nehmen das mal. So, ohne Hörner. Was haben wir hier? Augen. Okay, wir sind ja der Gute, also von daher nehmen wir mal nicht allzu bösartige Augen. Ja, lassen wir Standard. Das sieht ganz gut aus. Pupillen. Das ist mir auch Standard. So, Nase könnten wir auch gar keine nehmen, aber ich würde sagen, das lassen wir alles mal auf Standard. So, Mund. Oh, das sieht auch geil aus. Das will ich auf jeden Fall haben hier. Das sieht gar nicht schlecht aus, aber ich weiß nicht, ob wir da nochmal beim Kopf was ändern. So, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen aus wie so ein Helm. Egal, das lassen wir mal. So, ich meine, wir sind ein, ich weiß gar nicht, wie die Rasse heißt. Einer von Freezers Leuten, die sehen alle nicht gerade schön aus. Komm, Ohren lassen wir mal Standard. Gut, dann kommen wir zur Farbe. Da könnten wir rein theoretisch... Was können wir da rein theoretisch so Ninja machen? Gibt's hier Hautfarbe? Okay, wir machen mal nicht Hautfarbe, wir machen mal weiß. So, das hier soll bitte schwarz sein. Oh Gott, das sieht so kacke aus im Moment. Okay, ich gehe erstmal hier alles irgendwie so. Was ist das überhaupt? Okay, das ist das. Das könnte man. Ah, wie kann man das machen? So, vielleicht. Ich bin nicht gerade der Beste im Charakter erstellen. So, Augen machen wir auch mal rot. Okay,
Okay, so, unsere Hautfarbe ist jetzt einfach mal weiß. Auch wenn wir eigentlich einen Anzug, glaube ich, gerade anhaben. Okay, war schwarz. Sieht das vielleicht besser aus? Tut mir leid, wenn das hier gerade ein bisschen langweilig ist, aber es gehört halt zum Spiel dazu. Okay, wir machen schwarz. So, Hände. Ranzoomen, bitte. Gut. Was nehmen wir da? Auch schwarz. Wir machen hier so Ninja-Style. Warte, hier haben wir doch kein Schwarz genommen, oder? Sieht mehr grau aus als schwarz, aber okay. So, und hier, was ist das? Ach, Schuhe, okay. Aber auch schwarz. So, jetzt ist noch eins, ist jetzt noch weiß. Allerdings, wenn wir das schwarz machen würden, sähe das bescheuert aus. Aber nein, komm, wir machen so komplett schwarz. Mit roten Augen und roten Backen oder was auch immer das da ist. Okay. Dann starten. Was? Ich will confirmen, bitte. Zurück. Okay, so. Die Name. Die Name, genau. Der Name. Nennen wir einmal, keine Ahnung, so Hunter. Stimme. Was haben wir da? Wo kommen die da? Okay, wir nehmen mal die hier. Sind alles nicht gerade so die Stimmen für so einen Freezer-Charakter. Ich muss mal gucken, wie die Rasse hier heißt. Okay, wir sind Nahkämpfer. Finde ich besser als Fähigkeiten einfach drauf spammen. Wobei ich weiß gar nicht, ob das geht, wenn man als so einer spielt. Da die ja nicht zum Super Saiyan werden können. Ich weiß nicht, ob das geht, weil wenn man ja Super Saiyan wird, habe ich ja schon gesagt, kann man einfach alle Fähigkeiten drauf spammen. Für eine gewisse Zeit. Und wir sind im Jahre 850. Und wieso ist der Himmel dunkel? Ah ja, genau, weil wir von Shenlong gerufen worden sind. Mit meinem anderen Charakter bin ich übrigens, also mit meinem Hauptcharakter, bin ich jetzt schon über Level 80, glaube ich. Das ist zwar nicht unbedingt gerade viel, aber schon auf jeden Fall nicht schwach. Also ich weiß schon, wie das Spiel funktioniert und so. Okay, und jetzt kommt erstmal das Tutorial. Let's see how much power you have. So, Trunks Test, okay. Tutorial und so brauchen wir nicht uns angucken, das überspringe ich gleich alles, wenn das hier angezeigt wird. Ja, ne. Close, gut. Gut, komm, dann machen wir den mal fertig. Jo. Ja. Stimmt, der wehrt sich ja gar nicht, ne? Okay, der Move sieht da relativ langweilig aus. Haben wir schon Fähigkeiten? Achso, wir müssen ja manche Sachen machen oder so, glaube ich. Hold L1 to guard enemy attacks, okay. Ja, komm. Ich will gerade angreifen, dann schlägt der wieder zu. Okay, gut, das ist Standardattacke, die hat jeder Charakter beim Start. Aber da kann man auch einiges lernen. Oh Gott, so schwach. Wo ist er? Wir kämpfen hier so schön an der Wand gequetscht. Gut. Was ich übrigens übel geil bei dem Spiel finde, wenn das richtig Open World wäre. Und man quasi durch die Welt von Dragon Ball
fliegen könnte und so, aber leider ist es nicht so. Man hat leider nur diesen kleinen Bereich und kann dann die Quests auswählen auf den verschiedenen Maps quasi. You were chosen. Chosen by Shinran. Sorry for attacking you, by the way. Trunks ist übrigens einer meiner Lieblingscharaktere. I'll introduce myself. I'm Trunks, and I'm currently on a mission. Ja, okay. As you can see, ich hoffe, ihr versteht Englisch. It's not the world you're familiar with. This is the Tokitoki world, where the flow of time gathers. You can call us the Time Patrol. When history goes off course, a false timeline is created. We work to correct any of these changes to history. As Time Patrol members, we'll fight all throughout time. Sometimes, we deal with legendary fighters or dangerous forces. What you think? Would you like to test your power here? See how effective it is? Oh, right. I should probably explain a few things first. Look around. In this space, there are many other Time Patrol members. If you'd like, go ahead and talk to them. I'll hear your answer after you've had the chance. Okay, das war das Tutorial. Haben wir jetzt mal schön ein bisschen was beschleunigt. Weil ich weiß ja schon, wie das alles funktioniert. Ja, okay. Ja, ich guck mal ganz kurz, vielleicht gibt's hier noch was Neues, aber ich glaube nicht. Okay. So, dann gucken wir mal, was ich irgendwie eigentlich behindert finde, ist das Springen hier mit X ist. Nicht mit X, sondern mit Kreis. So, hier bei dem könnten wir rein theoretisch was machen, das mache ich jetzt aber nicht in der Episode, weil wir jetzt nehmen jetzt schon wieder seit 20 Minuten auf. Deshalb zeige ich euch noch hier ganz kurz, was es hier alles so gibt. Hier sind die ganzen Geschäfte für Kapseln, die man übrigens auch noch, also ich zeige hier mal kurz das Menü Customize, können wir einmal unser Equipment und alles ändern. Okay, das sieht so bescheuert aus, aber ich liebe die Kleidung einfach. Die habe ich mal mit meinem alten Charakter übrigens an. So, gibt es dafür Schuhe? Nee. So, dann sind wir jetzt im Freizeitoutfit. Und dann, was wollte ich jetzt machen? Skillset, genau, hier können wir die ganzen Skills auswählen. Ultimative Attacken haben wir bis jetzt nur die eine. Kann man übrigens auch kaufen hier. Attribute, da können wir sogar welche setzen. Okay, dann gehen wir als erstes mal auf, ich würde sagen, wir gehen erstmal von oben einfach runter quasi. Packen alles erstmal so auf 10. Okay, das ist viel zu einfach gesagt, alles auf 10 packen. Ich glaube, es dauert. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es dauert. Also auf jeden Fall zumindest mal in alles so ein bisschen was reinstecken. So, hier kann man übrigens dann die Kapseln reinpacken, die Gesundheit regenerieren und sowas. Das finde ich ein bisschen was kacke bei Online-Kämpfen, wenn man sich dann einfach die ganze Zeit wieder hochheilen kann mit den Kapseln. Das sollte man meiner Meinung nach rauspacken. So, Klamotten können wir uns kaufen, Accessoires können wir uns kaufen, so ein schönes Schwert oder sowas auf dem Rücken. Ich packe die Klamotten mal wieder weg, das sieht total bescheuert aus bei dem. So, nehmen wir hier wieder die Standardsachen erstmal. Ja. Hier kriegt man die Kapseln und hier kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Bereich quasi. Wenn man mit der Story fertig ist, hält man sich quasi nur noch hier auf. Hier sind einmal die Offline-Kämpfe, da könnt ihr gegen Bots spielen, Online-Kämpfe. Wie der Name sagt, könnt ihr online kämpfen. Und hier sind die ganzen Parallel-Quests noch, also Nebenquests. Von denen wir, denke ich, auch ein paar machen müssen, gezwungenerweise, um ein bisschen was zu leveln. Und, okay, können wir noch gar nicht machen, okay. Auf jeden Fall, ich habe auch das DLC für das Spiel geholt mit Battle of Gods, nee. Nee, hier, Resurrection of F. Habe ich das DLC geholt, das heißt, wir könnten so eine Nebenquest auch mal mit dem Super Saiyan, Gott Super Saiyan machen. Oder mit dem neuen Freezer oder was auch immer. Auf jeden Fall, hier werden wir, denke ich mal, schon ein bisschen was beschäftigt sein mit dem Spiel. Nicht allzu lange, aber auch nicht zu kurz. Und das war's dann jetzt erstmal für die erste Episode. Quasi so das Tutorial durchgemacht. Hier mal kurz alles vorgestellt.
Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part von Dragon Ball Xenoverse wieder.